Intergalactic planet jumping, planet jumping, intergalactic, intergalactic planet jumping. Moin. Ja, heute mal mit der VA für den Andi 1878. Und zwar geht es um sein Giveaway zu dem 3000 Subscriber Road to, bald habe ich so viel Gedöns. Was ganz gut passt, weil das ist auch ungefähr mein 3000. Versuch, dieses Video zu drehen. Ich habe, heute ist nicht mein Tag. Erst verreiße ich hier meinen besten Gag. Ne? Nicht, dass ich die irgendwie vorher planen würde oder so, aber der eine, der ist mir schon heute Nachmittag eingefallen. Da habe ich gedacht, den musst du bringen in diesem Zusammenhang. Voll verrissen. Und meine einzige Requisite, die ich brauchte für diesen Gag, zerstört. Wir sind jetzt in der Hölle. Das Einzige, was jetzt lustig wäre hier irgendwie an diesem Video, ist, wenn jemand mich beobachtet, wie ich versuche, dieses Video zu drehen. Dann hatte ich nach zig Versuchen, hatte ich endlich die Geschichte im Kasten. Dann gucke ich mir das an. Mikrofon rauschen. Die Hälfte des Videos. Ich habe schon ernsthaft überlegt, ob ich das irgendwie übersynchronisiere. Aber das ist auch alles Mist. Konzentration, Spaß bei der Sache. Auf geht's. Lieber Andi, dein Kanal finde ich klasse, weil deine Videos sowohl visuell als auch vom Informationsgehalt top sind. Gucke ich mir immer gerne an. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie du hast einen Filter irgendwie verwendet. Aber ich glaube, das ist bei dir einfach nur diese ausgewogene Geschichte von Licht und Kameraperspektive und Hintergrund und Dingen. Entweder blutig Cola oder ich habe hier irgendwie geplört. Ja, wie gesagt, besser wird es heute nicht mehr. Aufgabe Nummer 1. Unser Lieblingsmesserkanal. Es gibt da so einen kleinen aufstrebenden Messerkanal, den ich in der Vergangenheit immer sehr gerne unterstützt habe. Und zwar ist das der Stefan mit PH 123321, der noch relativ unbekannt ist, aber in meinen Augen großes Potenzial in sich birgt. Der Stefan hat Sachverstand, durchaus auch die Fähigkeit, Leute mit seinen Videos zu fesseln und vor allem seine größte Stärke, Menschenkenntnis. Wenn der was empfiehlt, ne, dann kannst du dir sicher sein, das ist eine Bombe. Darum schöne Grüße an den Stefan von dieser Stelle. Ich werde aber zu seinem eigenen Wohl seinen Kanal jetzt nicht als meinen Lieblingskanal betiteln, damit er auch mal was ohne meine Hilfe schafft. Ich kann nicht immer meine Hand über dich halten. Ne? Das musst du jetzt mal alleine machen. Wir verstehen uns. Als mein Lieblingskanal würde ich den Kanal New Age Outlaw vom Timo benennen. Und zwar, achso, ich könnte ja hier mal irgendwie, geht ja um Messer, ne? Ich lege mal ab und zu so ein Messer hier rein, um irgendwie auch mal was Optisches zu bringen. Timo. Timo hat auf jeden Fall immer die ganzen Kracher am Start irgendwie. Wenn ein neues Benchmade kommt, hat er das. Einige Modelle, von denen ich gerne mal irgendwie eins hätte, davon hat er 12. Ne? In allen Ausführungen mit hier wildem
Carbon-Inlay mit Mammut-Backenzahn-Komet-Inlay, Reaktorwand-Inlay, was weiß ich nicht noch alles. Keine Ahnung, wie er da rankommt, immer an die Dinger. Wahrscheinlich hat er irgendwen im Werk in China, wo er immer gleich, schon bevor das irgendwie released wird, zack, schustern sie ihm das zu. Ist ja sonst auch gar nicht finanzierbar. Ja, ich will jetzt hier nicht anfangen zu haten. Ist ja schon auch irgendwie so mein Lieblingskanal, ne? Also die Videos, die gucke ich mir wirklich ziemlich ausnahmslos an. Und zwar richtig dabei stehen geblieben. Er hat nicht nur die richtigen Kracher, die Hingucker, die Effekthascherei-Geschichten, sondern er bespricht auch absolut rational China-Messer, Messer aus anderen Gegenden, die durchaus im Vergleich niedrigpreisig sind, und das mit einer unheimlichen Objektivität und auch mit einer Art und Weise, die dem Zuschauer schon irgendwie diese Messerfaszination vermittelt. Und da, ja, ich fühle mich da einfach immer gut aufgehoben. Pardon. Timo, wie gesagt, mein Tauschangebot für die Exorzisten steht immer noch. Das ist ein guter Deal, überleg dir das. Guck nochmal nach, habe ich irgendwo in die Kommis getickert, weiß auch selber nicht mehr wo, irgendeins von deinen Videos, eins von diesen unzähligen. Ja, New Age Outlaw, der Kanal, ist auf jeden Fall lohnenswert. Zweite Frage. Lieblingsmesser. Ja, Lieblingsmesser. Das ändert sich nicht täglich, das ändert sich ja fast stündlich. Ne? Manchmal noch öfter. Also zu der Frage, was ist euer Lieblingsmesser? Von meiner Seite aus ein klares. Was ist das für eine Frage? Wenn ich eins benennen müsste, mit der Pistole auf der Brust oder dem Feuerzeug unter der Handfläche, so, ne? Dann würde ich jetzt so spontan aus dem Stegreif, denke ich wohl, diese Geschichte hier heranführen. Uli Hennecke Amare Knives habe ich in diesem Internet, von dem man schon so viel gehört hat. Da habe ich dieses Messer schon öfter gesehen. Und immer gedacht, ja, sieht ja ganz gut aus. Fertigung bei Real Steel, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Pocket Peak. Habe ich aber irgendwie immer nicht gekauft. Immer nicht. Um nicht zu sagen, nie. Quasi. Aus Gründen, die mein Geheimnis bleiben, auch von mir selbst. Auf jeden Fall war ich dann in Hamburg, zufällig. Aus Gründen der Freizeitgestaltung. Ich fülle das nicht weiter aus. Konzert. Aber der Rest, den behalte ich für mich. Dendemann. Und da habe ich gedacht, wenn ich schon mal in Hamburg bin, Herbertstraße war noch keiner, fährst du mal Altona Silberwerkstatt. Kaufst aber nichts. Nur gucken. Vielleicht auch anfassen, aber nicht kaufen. In letzter Zeit genug Geld für Messer ausgegeben. Ja, geparkt, geguckt, ins Schaufenster reingegangen. Richtig gutes Fachgespräch geführt, bisschen gefachsimpelt, bisschen gescherzt,
ausgetauscht, auch über YouTube-Kanäle, über Leute, hin, her, vor, zurück, gelacht. Fest entschlossen, kein Messer kaufen. 4 Messer gekauft. Eine Lederscheide hinterher schicken lassen, noch weil nicht vorrätig. Ich finde, meine Standhaftigkeit ist eine meiner größten Stärken. Wenn ich mir einmal was vorgenommen habe, ne, dann lasse ich mich davon nicht mehr abbringen. Das ist wirklich, also ohne mich selbst zu loben, aber ich bin so willensstark. Pocket Peak, Uli Hennecke, Altona Silberwerkstatt. Wer unentschlossen ist, kann da ja mal hingehen und mal gucken, ob er das gut findet. Die haben auch richtig viel, die haben Reef, die haben Böker, die haben Victorinox, die haben den ganzen Scheiß, den man will, haben die einfach. Ne? Und die sind auch total cool. Außerdem noch. Ich will keinen anstacheln, dahin zu fahren. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, wer da nicht hinfährt, hat auf jeden Fall was verpasst. Dritte Frage. Auf welches Victorinox würden wir neue Griffschalen drauf basteln wollen? Habe ich lange überlegt, hin, her, vor, zurück. Soll man das überhaupt machen? Ne? Da haben sie sich doch was bei gedacht, bei ihren Griffschalen, die Schweizer. Ne? Können halt nicht nur Hustenbonbons, sie können auch Messer und Einkaufstüten. Und so. Aber dann habe ich mich entschlossen, ich brauche neue Griffschalen auf meiner Swisscard. Hab die rausgeholt und gemerkt, ist gar keine Swisscard. Das ist nur so eine Karte für Flugzeugentführer oder eine Bahncard für die Taliban. Kleiner Schatz am Rande. Dabei war ich immer so fest davon überzeugt, dass das eine Swisscard ist, aufgrund der vielen Funktionen auf. Ne? Dann auch diese Löcher hier wie bei so einem Schweizer Käse, da hat für mich alles gepasst. Ja, war ich enttäuscht, als ich gehört habe, ist keine Swisscard. Dann habe ich gedacht, das hier. Da mal neue Griffschalen drauf. Nee, irgendwie nicht. Ich wollte mal weg von diesem, ne? Man hat immer nur Victorinox in Rot, das normale Victorinox Rot. Gibt ja nichts anderes irgendwie so richtig. Davon überhaupt noch ein zweites? Ja, tatsächlich, hier. Das ist auch noch rot. Das ist weiß. Das ist auch rot, aber Alox. Und dann hier noch. Das ist grün. Wer das nicht als grün empfindet, sollte mal zum Augenarzt gehen.
oder an dieser Stelle ein Gilde Pilsener trinken. Das ist auch nicht rot. Und dann ist es mir in die Hände gefallen. Dieses Victorinox sollte auf jeden Fall neue Griffschalen bekommen. Wenn ich die hier nicht gewinne, fahre ich selber nach Hamburg und kaufe mir die bei Daily Customs. Halte ich auf dem Weg gleich mal bei der Altonaer Silberwerkstatt an. Aber ich kaufe nichts. Guck nur, ich kaufe nichts. Da bin ich mir ganz sicher. Das hier. Also am Anfang fand ich das echt cool. Auch mit dem Silber und so. Aber von der Verarbeitung her muss ich sagen, die Griffschalen, die sind irgendwie wie das Pappe. Weil ich, also wie gesagt, am Anfang fand ich das cool, aber im Nachhinein mega enttäuscht. Auch eine total kurze Klinge. Ich sehe jetzt gar nicht, wo die rauskommt. Ja. Stinksauer bin ich im Nachhinein. Sollen lieber wieder Hustenbonbons machen, diese Schweizer. Ja, da hilft der ganze Ärger nichts. Lieber Andi, ich wünsche dir, dass du bald die 3000 erreicht hast, wenn es nicht mittlerweile sowieso schon geschehen ist. Dein Kanal hat es auf jeden Fall verdient. Ein Kanal, der durch seine Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit besticht und dabei trotzdem nie den Spaß an der Sache aus den Augen verliert. Im Gegensatz zu meinem Kanal, der mehr für Quatsch und Klamauk bekannt ist und die Sachlichkeit öfter mal vermissen lässt. Man kann ja schon froh sein, wenn ich die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen gebe. Im richtigen Video. Ja. Nichtsdestotrotz, ich erhebe mein Glas bzw. rücke das hier mal in den Fokus auf deinen Kanal. Heute mal kein Gilde Pilsener. Ich habe ja erkannt, dass das grün ist. Ne? Auf die nächsten 3000. Cheers.